Vielen Dank fürs Einschalten, sagt dein CECT-Shop-Team. Und wir haben heute hier für dich das Xiaomi Black Shark 4S Pro Gaming Smartphone zum Unboxing und Hands-on am Start. Ja, hier feinste Hardware verbaut in dem Gerät mit 16 GB RAM, 512 GB internen Speicher, verfügbar in den Farben Weiß und Schwarz. Wir haben unter anderem den branchenweit besten RAM mit 6400 Megabit pro Sekunde. Wir haben UFS 3.1 Plus SSD Disk Array System, PC-Grade Leseleistung, 55% schnellere Geschwindigkeit hier verbaut, also Dualbeschleunigung quasi, HDR 10 Plus, klar, E4 Leuchtmaterial Display und ebenfalls Dual-Zonen Screen Pressure, also hier druckempfindliches Display zum Zocken, optimal, und Unboxing und Hands-on wie immer nach dem Intro. Schön, dass du wieder da bist. Ja, wir haben bereits das Super AMOLED hier angesprochen vor dem Intro. Das hat hier 144 Hertz und dann auch 720 Hertz Abtastrate. Aber erstmal hier der Lieferumfang, SIM-Nadel klar, Dual-SIM am Start. Wir haben einmal eine Checkliste, Kontrollliste. Alle Geräte werden persönlich von uns vor dem Versand an dich getestet. Dann haben wir auch noch eine Silikonschutzhülle. Wir kennen ja eigentlich schon bei den Black Shark Geräten, dass immer dieses grüne S aufleuchtet als Benachrichtigungs-LED. Aber hier keine Öffnung, also direkt hier unter dem Triple-Kamera-Sensor haben wir ein sogenanntes Shark Eye verbaut, also ebenfalls noch mit am Start. Dann haben wir hier noch Aufkleber mit dabei und beim Shark 4S Pro handelt es sich um die Modellnummer KSR-A0. Es gibt auch noch das normale Black Shark 4S, da habt ihr Auswahlmöglichkeiten zu den Varianten. NFC hier mit am Start, wie zu sehen, ja, die Schnellstartanleitung, kurz und bündig hier Dual-SIM und dann wahrscheinlich auch noch hier der SAR-Wert, kleiner gleich 2 Watt pro Kilogramm. Das die Eckdaten, dann das Gerät hier direkt schon in der Box, ja, wo, wie, was ist, alles in Mandarin aufgedruckt und dann das schmucke Smartphone mit 220 Gramm Gewicht in der Farbe Weiß. Mit Glasrückseite hier AI Triple Cam aufgedruckt. Wir haben ebenfalls Liquid Cooling Inside. Ja, dieses S eben keine LED-Benachrichtigung, dafür eben dieses Shark Eye unter dem Hauptkamerasensor. Auf der linken Seite dann Anschlüsse, Displayschutzfolie, aber dann eben noch hier im Lieferumfang 120 Watt Hypercharged Charging Brick und dann haben wir noch ein USB Typ C Datenladekabel. Hier auch noch ein paar Eckdaten. 6,67 Zoll AMOLED Display, 120 Watt Charging, der 888 Plus und Dual 5G werden hier unterstützt. Auch im 4G FDD LTE Bereich habt ihr unter anderem Band 28 mit 700 MHz sowie Band 20 mit 800 MHz. Dann hier, ja, Typ USB-A auf USB-C, Daten- und Ladekabel und dann eben hier dieser Ladeadapter mit 20 Volt 4,8 Ampere Max oder ja, 11 Volt und 6 Ampere Max. Quick Charge 3 Logo hier mit 120 Watt, da geht was. Und wie immer liegt da natürlich stets ein passender Adapter mit im Lieferumfang dabei. Dann dieses AMOLED Display 1080x2400 Pixel Auflösung, 1300 Nit maximale Helligkeit und ja, 6,67 Zoll eben hier die Bildschirmdiagonale. Wir haben hier eine Frontkamera, Punch-Hole Frontkamera mit 20 Megapixeln, kann Videos mit 1080
und 30 Frames per Second maximal aufnehmen. Und auf der Rückseite ein 64 Megapixel Isocell GW3 Sensor, ein 8 Megapixel Ultraweitwinkel Sensor mit 120 Grad und eine 5 Megapixel Makro Linse. Dann laut offizieller Xiaomi Webseite das Ganze auch hier DxO Mark Audio Number One, also das beste Smartphone auf dem Markt derzeit für Audio-Wiedergabe. Das hatten wir bereits beim Black Shark 4 Pro mit 81 Punkten. Dann hier auch zu beachten, Joy UI, lediglich Mandarin und Englisch als Betriebssystemsprache, nicht änderbar. Play Store, der kann installiert werden, ist nicht vorinstalliert. Ihr findet hier direkt in der Videobeschreibung einen Download-Link zur APK-File. Also das ist alles kein Problem. Bei weiteren Fragen einfach unseren Kundensupport per E-Mail kontaktieren. Wir haben dann hier Shark Space beispielsweise, also der Gaming-Mode. Ihr habt hier dann allerdings auch natürlich chinesische Schriftzeichen noch mit am Start hier für ja, den Fingertip-Trainings-Mode. Einfach hier dann auch länger drauf bleiben und dann kommt ihr wieder zurück in den normalen Modus. Settings, klar, auch dann hier rüberwischen, Mandarin, die News beispielsweise. Also das beispielsweise wie bei den Huawei-Handys auch hier oben dann alles in Chinesisch. Das bitte beachten. Drag and Drop, klar, wir haben hier die Kacheln, Dark Mode, D&D, MiShare, Hotspot, NFC, Ultra Battery Saver, Akku hier verbaut, 4500 mAh, aber mit den 120 Watt Hypercharge, da könnt ihr hier in weniger als 20 Minuten den Akku voll laden. Wahnsinn. Dann hier reingeschaut in die Einstellungen, Login to Black Shark Account, My Device, Joy UI 12.8, 16 GB, Storage Space, vielleicht hier mal reingeschaut, 512 GB, also gigantisch, da habt ihr ordentlich Raum, Space zum Installieren. Snapdragon 888 Plus, 64 plus 8 plus 5, Front 20 angesprochen bereits, das Ganze, ja, aus Specs könnt ihr hier auch nochmal reinschauen, allerdings das Gleiche. Dual SIM, ich habe es angesprochen, den Shark Space haben wir schon angeschaut, WLAN, Wi-Fi 6, klar, ebenfalls mit an Bord. Bluetooth 5.2, auch am Start. Connection und Sharing, hier dann unter anderem auch NFC wieder mit dabei. Auch angesprochen Wallpaper und Personalization. Also hier geht es dann zu den verschiedenen Themes, Ringtones, Notifications, Alarm. Always-on-Display, AOD. Auch hier ein bisschen was, das euch zur Auswahl steht. Dann haben wir hier ebenfalls dann spezifisch Always-on-Display nochmal einen Einstellungsmenü. Notifications, also auch hier Edge Lightning möglich oder Light Up Screen direkt mal. Raise to Wake, Sleep, Double Tap to Wake, Launch Camera, die üblichen Möglichkeiten hier, klar, Schedule Dark Mode, den könnt ihr einstellen. Im Dark Mode habt ihr dann auch die Dark Mode Optionen, also unter anderem das Wallpaper anpassen oder Texte und Hintergrund automatisch an den Dark Mode anpassen. Brightness Level, wie gesagt, hier einerseits Sunlight Mode, den kennen wir ja von den Xiaomi Smartphones, Nacht Modus und dann eben bis zu 1300 Nit Helligkeit Color Scheme, der kann hier eingestellt werden. Ihr habt dann auch die Refresh Rate Ultimate, also ultimativ hier 144 Hertz Super Smooth, dann auch noch 90 oder die lahmen 60 Hertz. Das steht euch zur Auswahl. Lesemodus und der Anti-Flimmer-Modus, der ist auch noch mit dabei. Da waren wir gerade. Sound und Vibration. Also hier ballert das Handy dann im Dual-Stereo-Lautsprecher
Pärchen den Sound raus. DTS X Ultra. Schauen wir auch mal gerne nochmal rein hier. Sehr nice. Unglaublich. Silent Mode. When device is locked, vibrate for call. Haptic Feedback. Additional Settings. Ja, die könnt ihr hier treffen, einstellen, wie gewünscht. Notifications, also Benachrichtigungen in der Control Center. Smartphone, Status Bar, Hide Notch. Die könnt ihr hier verstecken. Also überlagern oder nicht, je nachdem. Battery Indicator, also dann hier oben beispielsweise die Prozentzahl des Akkus anzeigen, etc. etc. Homescreen. Passwort und Security, klar. Face Unlock, Fingerabdrucksensor hier rechts im Power Button integriert. Oder eben ein PIN oder ein Sperrmuster. Privacy Protection, Privatsphäre schützen. Hier Performance Manager. Da könnt ihr ein bisschen die Daten ablesen. Hier habt ihr auch noch Process Manager, Data Loading, Network Assistant. Ja, der ist gerade nicht an, da keine Netzwerke verbunden sind. Endurance Optimization, was auch interessant ist. Hier eines der ersten Android-Smartphones, wo man mal die Battery Health zwar nicht in Prozent, aber eben im Allgemeinen angezeigt bekommt, also normal, ohne hier zusätzlich eine App herunterladen zu müssen. Dann Battery Performance, ja, da könnt ihr dann sehen, unter anderem hier Google Play Store, Google Play Services, die Dienste, also die können installiert werden auf dem Black Shark 4S Pro. Apps. Ja, System-Apps, Manage-Apps, da, wo will ich drauf hinaus, genau, Auto-Start, also hier 8 Apps can Auto-Start, das muss dann hier angepasst, geändert werden. Weitere Einstellungen, Additional Settings, wie gesagt, Sprachen sehr limitiert, vereinfachtes und traditionelles Mandarin sowie Englisch. Ja, Keyboard, also eine Tastatur-App, da könnt ihr natürlich eine andere installieren und als Standard-Tastatur festlegen. Master Trigger, hier, da wird es dann interessant, denn wir haben diese magnetischen Schultertasten, die kennen wir vom Redmi K40 Game Enhanced Edition Smartphone. Die können dann hier rausgeholt werden und dann kann eifrig gezockt werden. Steht dann auch hier, click on the bubble to edit the shortcut function. Also hier können dann Shortcut-Funktionen noch, wenn nicht gezockt wird, zugewiesen werden. Aber auch hier bitte beachten, schaut euch es an. Mandarin an den Icons sieht man dann aber natürlich, was abgeht. Ihr könnt dann auch die Soundeffekte ändern. Also wir haben jetzt hier gerade Bullet. Einfach random, ja, einfach zufällig. Also Bullet hier, Bullet Loaded voreingestellt, Lichteffekte auch mit dabei. Default, Shockwave etc. Toggle Switches. Health Code, ja, derzeit ja leider ziemlich wichtig. Magic Press,
eben diese Dual Zone Screen Pressure Funktion, dass ihr einmal enable, also aktivieren, und dann eben möglich hier zu sehen, was abgeht. Feature to introduce, also ein Tutorial hier sogar mit dabei. Und ja, das könnt ihr euch dann anschauen, einüben, Shortcuts, Quickball, klar, den kennen wir. Wo kommt er hier zum Vorschein? Einhandmodus, Clear Speakers, Charging, Intelligent Charging, also hier kann dann eben auch eingestellt werden, dass das der Ladevorgang unterbrochen werden soll, wenn es hier zu heiß wird, zu warm. Mi AI, das Ganze dann hauptsächlich in Mandarin, auch hier Wallet und Payment Mandarin. Screen Time ist klar und Special Features, Lightning Effekte. Da habt ihr hier eine schöne Auswahl. Hier dieses Shark Eye eben auf der Rückseite. Screen Off. Charge. Etc. Kidspace Lab, Magic Window. Auch hier wieder etwas in Mandarin. Dieses Magic Window seht ihr dann hier. Second Space und Account, und dann eben hier nach der Installation dieser File, die ihr in der Videobeschreibung hier zum Download findet, könnt ihr die Basic Google Services aktivieren und dann eben auch hier unter Add Account, Account Konto hinzufügen, Google Konten anlegen. Wenn das Ganze hier normalerweise bei euch ankommt, dann habt ihr dieses Basic Google Services nicht mit dabei und könnt dann beispielsweise hier auch nicht unter Add Account, An Account ein Google Konto anlegen, aber das wird dann eben direkt angezeigt und ist dann nutzbar. Tools, ja, haben wir hier auch, Mi Remote beispielsweise mit dabei, Games, das Ganze alles hier auch in Mandarin wieder, die könnt ihr natürlich löschen von der Platte. Andernfalls eben noch gar nicht hier geschaut, eben diese magnetischen Schultertasten, der Ein- und Ausschalteknopf, unter anderem dann auch direkt der Fingerabdrucksensor, hier dann Öffnungen, Telefonhörer und Mikro auf der linken Seite, auch Mikrofon, Dual-SIM, Lautstärke, Wippe und hier unten dann Mikro, Kopfhörerbuchse, USB und Öffnungen für den Lautsprecher. 163,69 x 76,21 bei einer Dicke von 9,9 mm, wie gesagt 220 Gramm, geht in Ordnung, kann man sagen. Ist wohl schwerer als, oder ist definitiv schwerer als ein durchschnittliches Smartphone. Und ja, ihr seht dann hier Videos. Keine Stabilisierung, Ultra-Wide-Angle-Modus möglich und bis zu fünffacher Zoom. Pro-Einstellungen, die hier getroffen werden können. Verschiedene Filter. Auch bei den Fotos. 16 zu 9, 1 zu 1, 3 zu 4. Und Makro. Porträtaufnahmen sind möglich. More 64, Short Video Panorama, Slow Mo, Timelapse und Nachtaufnahmen hier in dem Black Shark 4S Pro Gaming Smartphone ab sofort hier bei uns im CECT Shop zu bestellen und zu kaufen. Weitere Fragen, kein Problem, einfach einen Kommentar hinterlassen. Wir freuen uns von dir zu hören und sagen an dieser Stelle wie immer: Vielen Dank fürs Zuschauen und nicht vergessen, liken, teilen und abonnieren. Bis bald, dein CECT-Shop-Team.